Hallöchen, mein Lieben. Heute ist Zeit für die Verlosung und also erstmal herzlichen Dank an alle, die mir geschrieben haben. Ich war echt überwältigt von all den tollen Karten und ich hatte wirklich teilweise Tränchen in den Augen, weil die so süß geschrieben waren und mit so viel Mühe gemacht wurden. Also ihr habt mir wirklich eine mega Freude zu Weihnachten bereitet und dementsprechend fange ich auch mal an. Ich will euch ja komplett mitnehmen bei allem, also ich versuche mal. So, das ist die erste Karte. Ich mache jetzt bewusst hier die Adresse weg. Ich meine, die mir geschrieben haben, haben sie. Das ist kein Problem, aber alle anderen müssen sie nicht haben. Und die ist von Dottie Puschi, von der lieben Marion. Und ich ne, muss die mal hier beiseite packen, damit ihr das alles nicht seht. So, und das ist die Karte, die sie mir gebastelt hat mit zwei Gnomen, ein Kätzchen und ich gehe von aus, diese Stanze ist von Action. genau. Mit lieben Grüßen für mich und ja, das ist also die erste Karte, die in den Lostopf kommt. Und den Namen habe ich hier auf den Zettel geschrieben. Ich packe die Zettel jetzt erstmal beiseite, weil ich sie danach falte und meine Glücksfee, sprich meinen Mann, dann mit hole, der dann den Gewinner bzw. die Gewinner zieht. So, also Dottie Puschi, dein Zettelchen landet im Lostopf. Dann habe ich Post bekommen von der lieben Andrea. Andrea Brecht. Auch dein Zettel landet im Lostopf. Und ich muss es mal beiseite packen. Ich habe wirklich, also diese Stanze, wo immer sie her ist, aber sie ist cool. Ich finde die total genial. Also es ist eine, wo im Prinzip hier was reingestanzt wird, damit man die Tannen Bäumchen hier so ein bisschen hoch machen kann. So, ich wurde mal kurz unterbrochen. Ich musste mal ganz schnell eben auf Pause drücken. Also, diese Stanze hat Tannenbäumchen und stanzt da was rein, sodass man das ein bisschen hochklappen kann und das dann dreidimensional aussieht. Finde ich mega schön. Und es ist eine Teelichtkarte. Also ich habe jetzt kein Teelicht, was ich reinmachen kann, so auf die Schnelle. Aber normalerweise kann man hier ein Teelicht reinstellen und dann kann man die so hinstellen und dann leuchtet das durch diese Bäumchen. Und dahinter sind Rentiere. Also wirklich wunderschön. Auch mit, ja, vielen lieben Grüßen und ich bedanke mich auch bei dir, Andrea. Auch dein Zettelchen ist im Lostopf drin. Dann habe ich Post bekommen von der Inke. Inke Petersen. Auch dein Zettelchen landet im Lostopf. Moment, ich mache die Karte mal hier so. Ich muss das ja immer machen, dass keiner die Adressen sieht von allen, ne? Und ich stehe auch unheimlich auf schlichte Karten. Und das ist auch wirklich sehr schlicht und trotzdem edel und schön. Also es ist so ein Kartenrohling, ich glaube auch von Action. Aber auch die sind ja schön. Mit einem ausgestanzten Teil oder mehreren hier. Ich weiß nicht, ob das so eine Rahmenstanze ist, wahrscheinlich. Also so eine Borderstanze. Dann hier Frohe Weihnachten embossed und innen drin. Ich zeige euch jetzt nicht, was drin steht, aber ein Zettelchen eben mit einem Bändchen festgemacht. Und ja. Liebe Inke, auch du landest im Lostopf. So, weiter geht's. Dann habe ich Post bekommen von Cindy. Cindy Buchheit. Also ich habe versucht, wirklich eure Adressen hinten und euren Namen möglichst heile zu lassen beim Aufmachen. Das, ja. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Also, falls ich irgendeinen Fehler drin habe, nicht böse sein. Cindy, du landest auch im Lostopf. Und die Karte von Cindy. Huch. Ach, da war noch ein Cindys Papierwerkstatt. So viel kann ich schon mal sagen. Ist eine Schüttelkarte. Auch schön gemacht. Mit Häschen und Tannenbäumchen. Sehr süß. Wie gesagt, Shaker-Karte. Innen drin auch noch Eat, Sleep and Be Merry. Vielen lieben Dank, Cindy. Auch du, wie gesagt, landest im Lostopf. So, dann habe ich Post bekommen von
Jeanette Froberg. Ich gehe von aus, das ist Jeanettes Bastelparadies, Welt, wie auch immer. Aber Jeanette, du landest auf jeden Fall im Lostopf. Ups. So. Und die liebe Jeanette hat mir eine Karte gebastelt, auch mit dieser Baumstanze. Warum habe ich die nicht? Also, ihr Lieben, ihr könnt mir mal sagen, wo diese Stanze her ist, weil ich finde die wirklich sehr, sehr schön. Ja, ein bisschen gelayert mit einem Sichtfenster und embossed hier. Sehr schön mit den Rentieren hier und Bäumchen und in Silber. Und also wirklich wunderschön und trotzdem schlicht und edel. Aber diese Bäumchen, also ich finde die echt hammerhart. Also cool. So, genau. Also liebe Jeanette, auch du landest in meinem Lostopf. Dann habe ich Post bekommen von, ich muss es ja hier immer, Diana Franke. Diana, auch dein Zettelchen im Lostopf. Und Diana hat auch embossed und gelayert und mit einem Schlittschuh und auch in Silberweiß und Braun bzw. Kraftpapier. Auch wunderschön und trotzdem edel. Ja, also, liebe Diana, auch du bist im Lostopf. So, dann habe ich Post bekommen. Von der lieben Marion Löbert. Auch dein Zettel landet in meinem Lostopf. Und auch da eine Karte mit Stanzteilen. Frohe Weihnachten. Ich gehe von aus, das ist auch irgendein, also ja, Stanzteil. Auch wunderschön mit so einem kleinen Tag hier. Ja, also ich, ja. Also Marion, auch du in meinem Lostopf. Dann habe ich Post bekommen von, Moment, geht gleich weiter. Ist ein bisschen schwierig hier alles, weil jetzt muss ich hier nämlich ein bisschen, jetzt muss ich hier mal, also, Post bekommen von Diana Schwedhelm. Auch du landest in meinem Lostopf. Und Diana hat da einen Eisbären und Pinguin drauf gemacht und ein Bäumchen und auch sehr schlicht, aber schön. Mit ein bisschen Gold hier. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So, diese kleinen Pünktchen da, genau. Auch mit einem kleinen Einleger drin. Also rein theoretisch kann ich die meisten Karten benutzen. Möchte ich aber nicht. Möchte sie schon gerne aufheben. So, also Diana, auch du in meinem Lostopf. Dann habe ich Post bekommen. Ich muss aufpassen, bevor hier alles runterfällt. Ihr wart nämlich wirklich sehr, sehr fleißig. Von, könnt ihr das sehen? Von Gudrun Reese. Gudrun, auch du bist in meinem Lostopf. Und die liebe Gudrun hat gestempelt und ich vermute, das hat sie selber geschrieben und koloriert. Und wie gesagt, ich bewundere jeden, der kolorieren kann. Ich bin da ja noch bei und übe und beziehungsweise hoffe ich, dass ich meinen Urlaub jetzt dafür nutzen kann. Ich finde, manchmal ist weniger einfach mehr. Und das ist wirklich ganz schlicht, ja, diese paar Geschenkchen drauf gestempelt, koloriert, den lieben Weihnachtsgruß und es hat trotzdem was. Also, vielen lieben Dank, Gudrun, auch dir. So, achso, dann ging es noch weiter auf der Rückseite. Nein, liebe Gudrun, deine Karte wird nicht weitergegeben. Die Karten bleiben wirklich alle bei mir, weil ich mich nämlich darüber echt sehr gefreut habe. So, nächste Karte kommt von, so, ich hoffe, ihr seht das, von der Christel Tiedemann. Christel, auch du in meinem Lostopf. Upsala. Oh, bei der Christel ist leider was abgegangen, aber ich weiß, wie es gemeint war. Also, es gehört hier eigentlich rauf. So.
Dann hat sie ein Weihnachtspapier im Hintergrund benutzt, ein paar Sternchen ausgestanzt, hier nochmal und der Zauber von Weihnacht drauf embossed. Wunderschön, schlicht und einfach und trotzdem schön. Also wie gesagt, ich stehe auch auf einfach. So, und ich kann euch eins versprechen. Alle, die mir geschrieben haben, kriegen auch eine Karte zurück. Definitiv. Ich hoffe, sie kommt rechtzeitig an. So, dann habe ich Post bekommen. Dazu muss ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe Post bekommen von Birgit Münz-Torno. Birgit Münz-Torno ist meine Tante und hat mein Video gesehen mit der Verlosung und hat gesagt, sie fand da 1, 2, 3 Blöcke toll und warum ich ihr nicht Bescheid gesagt habe. Dann habe ich gesagt, naja, du hast ja die Chance, sie zu kriegen, wenn du an der Verlosung teilnimmst. Sprich, du musst mir eine Karte basteln und dann kommst du auch in den Lostopf. Also hat sie mir eine Karte gebastelt und eine Karte geschickt. Sie sagte mir auch, dass sie die Stanzen nicht braucht. Sie möchte nur die Blöcke haben. Das heißt, wenn die Birgit gezogen wird, ich muss hier nur mal gucken, dass ich die Karte rauskriege. Die ist hier nämlich sehr eng eingepackt. Wenn die Birgit gezogen wird, kann ich die Stanzen, beziehungsweise wenn die Birgit gezogen wird, wenn ich die Karte dann irgendwann mal rauskriege, das gestaltet sich hier gerade sehr schwer. Ich will den Umschlag, den hat sie nämlich auch so gut zugeklebt, weil da noch ein Bildchen drauf war. So, jetzt aber. Genau. Also, das ist die Karte. Eingeschlagen mit Vellum mit Sternen. Dann ist das, ich weiß nicht, was es für ein Papier ist, aber auf jeden Fall, ups, so. Ja, irgend so ein strukturiertes Papier. Sieht aus wie selbst geschöpft so ein bisschen. Innen drin viele, viele Weihnachtsaufkleber und so weiter und so fort. Und ja, weihnachtliche Grüße. Also Birgit, liebe Tante, auch du landest im Lostopf. Und also wie gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, hat meine Tante gesagt, sie möchte nur die Blöcke. Sollte sie also gezogen werden, verlose ich den Preis mit den Stanzen nochmal, weil die Tante ja nur Blöcke haben möchte und ich auch weiß, welche sie haben möchte. Also von daher, ne, besteht die Chance dann also nochmal, dass jemand die Stanzen gewinnen kann. So, dann habe ich als nächstes Post bekommen von, Moment, geht gleich weiter. So, von Sabine De Harde. Sabine, auch du bist in meinem Lostopf. Und auch da, also es sind genau meine Farben. Und es ist wirklich so, es muss nicht immer Glitzer und viel sein. Es ist manchmal wirklich so eine Anreihung von so ein paar kleinen Stanzteilen übereinander, aufeinander und ein kleiner Gruß. Ein paar Steinchen drauf und die Karte ist fertig. Die ist wunderschön. Auch hier mit Abstandshaltern, also die erste Lage ist mit Abstandshaltern, sprich hier die Mattung und das Weiße da drauf und dann die Bäumchen drauf und dann ein Bändchen drum und Steinchen. Also wirklich wunderschön. Ich freue mich. Vielen lieben Dank, Sabine. Und innen drin, ich versuche euch das mal zu zeigen, so innen drin hat sie nochmal Bäumchen und ein kleines Bäumchen. Genau. Also liebe Sabine, auch du in meinem Lostopf. So, dann nächste Post. Geht weiter. Die nächste Post ist von, ich weiß nicht, sieht man das? Genau. So, ich versuche mal so. So, da ist schon ein ausgestanztes Teil drauf. Und die Post ist von Liane Schmidt, auch du in meinem Lostopf. Und auch Liane hat das recht schlicht gemacht. Also schön, aber schlicht. Und zwar auch mit einem ausgestanzten Fenster und Häuserchen drin, mit Glitzer hier. Im Hintergrund auch Papier mit Glitzerstreifen drin. Und dann, es weihnachtet sehr. Wunderschön. Vielen lieben Dank, Liane. Ja, Liane ist übrigens auch eine vierfache Oma und hatte mir schon geschrieben, dass sie, ich darf das bestimmt so erzählen, Liane hat mir geschrieben, dass sie die Videos, wo ich die Sachen von meiner Oma auspacke, besonders lustig findet und sich immer vorstellt, wie es wäre, wenn ihre Enkel ihr Bastelzimmer irgendwann mal stürmen dürften. Ja, Liane, ich war leider nie im Bastelzimmer meiner Oma, das hätte ich auch gerne mal gesehen, aber
ich kriege ja die Sachen und wenn ich sehe, was ich alles kriege, dann frage ich mich manchmal, wie groß ist dieses Zimmer, wo alles drin ist. Aber egal. Liane, du bist im Bastellostopf. So jetzt. Dann habe ich Post bekommen und da weiß ich nicht mal, ob die liebe Rebecca mir einfach so geschrieben hat, weil wir uns eben ab und zu schreiben, oder ob sie in den Lostopf hüpfen wollte. Ich weiß nämlich gar nicht, ob Rebecca meine YouTube-Videos guckt, aber ich wollte sie jetzt auch nicht rausnehmen in der Hoffnung, dass sie sich nicht auf den Lostopf beworben hat. Das heißt, solltest du, Rebecca, auch meine Videos gucken und diese Verlosung mitbekommen hast, du landest natürlich im Lostopf mit deiner Karte. Und deine Karte wäre auch schon fertig. Ich zeige euch die Karte, die sie mir geschickt hat. Ich bin ja bekennender Oddball-Fan. Das weiß die Rebecca natürlich auch. Und deshalb gibt es für mich immer Oddballs von ihr. Und ich finde die so cool. Ja, also wie gesagt, liebe Rebecca, auch du bist in meinem Lostopf, auch wenn du es vielleicht gar nicht wolltest, aber du bist da jetzt drin gelandet. Und solltest du gewinnen, wirst du es ja merken, wenn du das Paket von mir kriegst. Ja, genau. So, weiter geht's. Jetzt, ich zeige euch den Umschlag jetzt nicht, weil das kann ich nicht mehr abdecken. Die liebe Elke Jansen, das ist die, die mir schon mal den Tee-Adventskalender geschickt hat, der wirklich wunderschön war und auch sehr, sehr lecker, hat mir wieder was gebastelt. Und ich, wie gesagt, zeige euch jetzt nur das Gebastelte und nicht den Umschlag. So. Und zwar hat sie mir hier so eine, kennt ihr diese Schokolollis? Die es ja immer so zu Weihnachten, Ostern und wann auch immer gibt. Genau, die hat sie mir gebastelt und zwar zwei Stück. Und hinten mit Kärtchen dran, also hier klebt so dran, ne? Und also wirklich schön gemacht. Ja, also, liebe Elke, auch du mit deinen Schokolollis bist in meinem Lostopf, weil ich dir gesagt habe, es muss keine Karte sein. So, dann habe ich Post bekommen. Auch den Umschlag zeige ich euch nicht, weil der zu groß ist und ich es nicht abdecken kann. Und auch schwer rauszukriegen. So. Und zwar habe ich von der Marion SP Post bekommen. Und zwar, Marion, du landest in meinem Lostopf. Ups, so. Marion, du landest in meinem Lostopf. In diesem Umschlag. Und dann war da drin eine Karte, wo vorne einmal Tee drin ist. Wintertraum, Zimtstern, Orange. Oh, wie lecker. Ja, also mit vielen Standsteilen hier vorne. Dann, wie gesagt, die Teetasche. Frohe Weihnachten. Ich mache mal kurz auf in der Hoffnung, dass ich, genau, ich zeige euch nicht, was drin steht. Aber es war noch ein kleines Geschenk mit bei. Und zwar habe ich eine frohe Weihnachten-Stanze bekommen. Und da freue ich mich natürlich besonders drauf. Vielen, vielen lieben Dank, Marion. Ich werde sie definitiv heute auch noch benutzen. Ich wollte sie nur vorher nicht benutzen. Deshalb ist sie noch eingepackt und in der Karte drin. Marion, du bist also auch in meinem Lostopf. Und jetzt habe ich noch einen Umschlag. Achso, Marion gehört so. Der ist auch sehr groß und deshalb, ich zeige euch erstmal, von wem er ist. Von Dagmar. Dagmar Dreger, du auch, ne? Wanderst in meinem Lostopf. Und dann packe ich den mal aus, weil auch da ist was Riesengroßes drin. So. Da ist drinne Umschlag mit einem Kärtchen. Wirklich echt schön. Hier mit so einer Gardine und Steinchen und einem Schlitten und Merry Christmas. Und also wie gesagt, viele Standsteile. Wunderschön. Ich weiß, dass da ein Zettelchen drin ist. Deshalb mache ich sie mal auf. Da ist nichts. Genau. Das ist die Karte. Ich weiß, dass die Dagmar mir geschrieben hat. Und das lese ich jetzt nicht vor, aber ich suche mal den Text raus. Genau, also die Dagmar, die ist, mag auch die Videos mit der Oma besonders und sagt immer, sie hat sich jetzt ein Verbot erteilt, irgendwas zu kaufen, weil sie so viel hat, es sei denn, sie braucht es irgendwie wie Kleber oder so, ne? Die Dagmar hat mir aber in der E-Mail, die sie mir geschrieben hat, schon gesagt, dass sie nicht unbedingt in den Lostopf muss. Denn alles, was ich gezeigt habe, hat sie schon. Und eine andere würde sich darüber freuen. Das heißt, ich habe der Dagmar gesagt, das ändert nichts daran, dass sie in den Lostopf kommt. Aber sollte ich sie ziehen, würde ich natürlich für ihren Namen dann einen neuen Gewinner ziehen. Weil ihr ja alle in den Lostopf sollt und alle, ne?
mitgemacht habe. Das heißt, sollte Dagmar gewinnen, geht auch der Gewinn, den Dagmar eigentlich bekommen würde, an jemand anders. Das heißt, bei der Tante wäre es, wie gesagt, ne, nochmal einziehen und bei Dagmar auch. Und die Dagmar hat mir noch was geschenkt. Und zwar mit einer Glocke hier. Und dann hat sie mir geschenkt. Das sind, glaube ich, diese. Ich versuche es mal aufzumachen, ohne dass. Ich habe es vorher noch nicht aufgemacht. Aber also ich versuche es mal irgendwie. Da wollte ich alles heilen lassen und nichts geht. Aber ich mache so ungern immer was kaputt. So. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. So. So. Und zwar hat die Dagmar mir geschenkt. Jetzt kann ich das ja mal rausholen hier. Das ist. Ah, das ist was Ausgestanztes. Das hat sie hier irgendwie raufgeklebt, hoffe ich. Also, ach so, ach, jetzt weiß ich's. Das ist hier so eine Lampe, die man so zumachen kann oder so rum, glaube ich. Da kann man Teelicht reinstellen. So, das ist ja wunderschön. Da freue ich mich. Das mache ich nachher gleich mal. Und zusätzlich hat sie mir hier so eine Ringe. Das sind diese goldenen Perlen, die hier drauf sind. Ich vermute doch, dass das das ist. Oder ist das ein Deckel für die Lampe? Das kann ja auch sein. Ach Mensch, nicht, dass ich hier irgendwas erzähle, was gar nicht so stimmt. Ich gucke mal, wie das gehört. Gehört das vielleicht zusammen? Ich versuche das mal hier hinzukriegen. Also das gehört irgendwie, glaube ich, zusammen. Ich traue mich nicht, weil da unten. Aber irgendwie so, glaube ich. Ja, liebe Dagmar, falls dem so ist, dann darfst du mir das gerne sagen. Ich stelle mich da gerade ein bisschen doof an, weil das auch hier drüber klebt und ich Angst habe, dass ich es kaputt mache. Aber ich gucke mal, vielleicht geht es auch von außen. So, ihr seht, ne? Ich und Grobmotoriker und überhaupt. Aber ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Genau. So, ups. Na schön. Weißt du, wenn du eine Hälfte drin hast, geht die andere wieder raus. Aber jetzt, so. Und gehört das jetzt hier rein oder nicht? Oder wie war das? Ist das so? Ich weiß das gar nicht. Also ich hätte jetzt vermutet, dass das der Deckel dafür ist und das Stehding dazu. Das weiß ich aber nicht. Aber wenn dem so ist, ja. Oder so rum. Ach Mensch, wie blöd von mir, ne? Man muss es natürlich so reinstellen. Ja, sehr schön. Genau, und dann passt da auch ein Teelicht rein. Toll. Das finde ich wunderschön. Das werden wir nachher auch gleich auf den Tisch stellen. Ich hoffe, ich habe das richtig zusammengebaut. Also, liebe Dagmar, wenn es richtig ist, dann freue ich mich. Wenn ich es falsch gemacht habe, dann, ja, ich lerne noch. Also, ich kriege das obenrum nicht richtig rauf, aber vielleicht, naja, das mache ich nachher. So, also, jetzt habe ich es. Sehr schön. Also, es ist ein Teelichtständer, den ich nachher, also ich gehe von aus, dass es ausgestanzt und raufgeklebt. Das ist super. Und diese Perlchen sind wahrscheinlich auch raufgeklebt, weil das sieht aus wie die Perlchen hier. Egal. Also, liebe Dagmar, auch du landest in meinem Lostopf, auch wenn du da eigentlich nicht hin wolltest. Aber dein Los geht dann eben an jemand anders. So, ich falte jetzt mal schnell die ganzen Dinger zusammen und hole meine Losfee, die heute mal zieht. Und dann ziehen wir die Gewinner von den ganzen Sets und von dem Überraschungspreis. Wobei, den zeige ich euch jetzt erstmal. Wo ist er hin? Da ist er hin. Genau, ich zeige euch mal den Überraschungspreis. Und zwar muss ich dazu mal das Licht ausmachen. Ich mache mal das Licht aus. Nicht, dass ihr jetzt denkt, was will sie jetzt? Aber der Überraschungspreis ist ein 3D-Lichtrahmen. Also, der geht zusätzlich, ne, an einen von euch, zusätzlich zu den drei Sets, die ich verlose. Ich hoffe, dass derjenige, der ihn kriegt, sich auch tierisch drüber freut. Ja, also es tut mir ja leid, dass man hier die Klebepads durchsieht, aber anders ging das nicht, weil musste ihm Abstand halten, ne? Die Lichterkette drin habe ich auch nur hinten reingelegt, falls jemand eine kleinere reinmachen möchte oder eine andere, eine hellere, eine bunte, wie auch immer. Aber das ist mein Überraschungspreis.
von dem ich euch erzählt habe. Und auch der wird, wie gesagt, verlost. Das Ganze ist in einem weißen Rahmen und ja, kann man eben so hinstellen und kann man abends anmachen. So, packe ich erstmal wieder beiseite. Und dann hole ich mal schnell eine Schüssel und packe eure Namen da rein und die Losfeder zu. Bis gleich. So, ich habe alles vorbereitet. Ihr seid im Lostopf und wir losen zuerst aus das erste Set. Da ging es um diese Briefmarkenstanze und um die Blumentopfstanze. Und meine Glücksfee, mein Mann, der darf dann jetzt mal ziehen hier. Ein Uhr. So. Diana Schwedhelm. Also, Diana, ich hoffe, deine Adresse ist noch lesbar, aber falls nicht, schreib mir bitte eine E-Mail. Falls du Papierwünsche hast, du darfst sie äußern, ich kann es dir aber nicht versprechen. Also, einmal melden bitte. Das zweite Set, da ging es um die Bannerstanzen und um die ja, Zehenstanzen hier, Berge und so weiter und so fort. Schon gezogen, du bist aber schnell. Sonst ist er eigentlich nicht so still, wollte ich nur mal so sagen. Ne? Marion, Mensch, Marion, auch du, deine Adresse brauche ich nicht, die habe ich. Auch du, wenn du aber Papierwünsche hast, darfst du dich gerne melden und mir Bescheid sagen. So, und Set Nummer 3, da ging es um diese Rahmenstanze und um die Strandstanze. Einmal ziehen bitte, liebe Glücksfee. Liane Schmidt, auch du, bitte einmal melden, zwecks Papierwunsch, falls du einen hast und ich ihn eventuell erfüllen kann. Ansonsten haben wir ja noch einen vierten Preis, nämlich, das habe ich euch ja eben schon gezeigt, den Schneemann hier. Also, liebe Glücksfee, hey, wieso nimmst du den jetzt? Der ist rausgeflogen, misch nochmal. Du hast hier nicht richtig gefaltet. Kann ich dir mal richtig falten? Das läuft hier nicht mit rechten Dingen. So, jetzt. Liebe Rebecca, also bei dir freue ich mich ja am meisten, dass du das gewonnen hast, weil ich nämlich nicht weiß, ob du wirklich in den Lostopf wolltest oder mir nur so geschrieben hast. Aber auch du hast gewonnen. Und ich habe noch zwei Stanzen. Ich habe nämlich noch einmal die Briefmarkenstanze und noch einmal die Schlossstanze. Also verlose ich noch ein Set und die Glücksfee muss noch mal ziehen. Liebe Marion Löbert, auch du, bitte einmal melden, falls du einen Papierwunsch hast. So, also 5 Preise, 5 Gewinner. Ich danke euch allen fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr kriegt das hin, euch bis morgen zu melden, damit es eventuell noch vor Weihnachten ankommt. Ansonsten kriegt ihr es eben erst nach Weihnachten. Das tut mir denn leid, aber war ja alles auch ein bisschen kurzfristig. So, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich habe mich riesig gefreut über eure ganzen Karten und eure gebastelten Sachen. Und ja, hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Video. Bleibt gesund. Falls wir uns vorher nicht mehr hören, wünsche ich euch schöne Weihnachten. Und mit Sicherheit mache ich vorher noch irgendwie mal ein Video, wenn ich es zeitlich noch hinkriege. Also bis dann. Tschüss.